Ich bin Karamba Djabi, bin Bundestagsabgeordneter aus Halle an der Saale, das ist mein Wahlkreis, und ja, arbeite im Bereich Bildung, bin im Bildungsausschuss und bin momentan stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Ich verstehe unter Rassismus, wenn Menschen versuchen, in eine bestimmte Machtposition anderer Menschen aufgrund ihrer Herkunft, ihrer kulturellen Prägung oder regionale Zugehörigkeit ungleich zu behandeln. Das finde ich als Rassismus. Ja, das ist, Rassismus fühlt sich so an, dass man sich gekränkt fühlt. Man fühlt sich ausgegrenzt. Die Verwendung des Begriffs, des N-Begriffs, war für mich nur, um ein ganz starkes Zeichen zu setzen. Denn die Ausgrenzungstendenzen, die von Rechtspopulisten genutzt wird, da müssen wir Widerstand leisten. Da kann man das nicht so einfach stehen lassen. Und da habe ich dort ein Zeichen setzen wollen, um einfach deutlich zu machen, dass wir mehr Zusammenhalt brauchen. Wir brauchen keine Spaltung, um auch Farbe zu bekennen und deutlich auch die Grenzen zu zeigen. Also ich persönlich, das, was ich am schlimmsten erfahren habe an rassistischen Anfeindungen, das war in den 90er Jahren, wo ich von drei jüngeren Menschen angehalten wurde an einer Bushaltestelle. Und dann haben sie versucht, meine Brille haben sie kaputt gemacht und wollten einfach Gewalt anwenden. Und da konnte ich mich wehren. Und das ist eine der schlimmsten Erfahrungen. Der physische Rassismus in seiner physischen Form ist schon das Schrecklichste. Das ist das, die am meisten wehtut. Ich denke, dass die beste Strategie, gegen Rassisten entgegenzutreten, ist, das an den Stellen, wo das passiert, deutlich zu machen, dass man das nicht duldet, nicht den Kopf schütteln und einfach sagen, dass die Leute einfach Ruhe gelassen werden sollen. Nein, an jeder Stelle, wo man rassistische Anfeindung erlebt, muss als Opfer, aber auch als jemand, der Zeuge ist davon, muss man dann Farbe bekennen, muss man deutliche Zeichen setzen, dass Rassismus ist für die Gesellschaft Tendenzen, die zu Spalten führen. Und wir brauchen aber Zusammenhalt und nicht Spalt in unserer Gesellschaft. Rassistische Erscheinungen sind sehr, sehr verbreitet in der Gesellschaft. Wir wissen auch, dass menschenfeindliche Haltungen nach Studien, die wir kennen, sind mitte in der Gesellschaft angekommen. Und das ist leider nicht regional jetzt einzuschränken, das ist weder in Ostdeutschland alleine zu sehen oder woanders, sondern das ist ein allgemeines gesellschaftliches Problem. Und jede von uns in der Gesellschaft ist aufgerufen, sich an den Stellen, wo solche rassistischen Erscheinungen zu beobachten sind oder zu erleben sind, gemeinsam dagegen zu stehen und etwas zu machen. Ja, ich denke, dass es eine große Herausforderung ist, wenn wir beispielsweise die Wahlergebnisse von AfD sehen, dann ist das ein bitteres Ergebnis, das ist ein Warnschuss für die Demokratie. Das heißt, dass die demokratischen Kräfte, die Menschen, die weltoffenen, die solidarischen Menschen müssen zusammenhalten und wir müssen auch deutlich machen, dass diese Menschen nicht die überwiegende Mehrheit in dieser Gesellschaft sind. Denn wir müssen festhalten, dass die überwiegende Mehrheit unserer Gesellschaft ist weltoffen und solidarisch. Die Menschen, die zu rassistischen Äußerungen tendieren, aber auch zu Gewalttaten tendieren, müssen wir denen deutlich machen, dass sie nicht die Mehrheit sind, dass wir ihnen deutlich machen, dass Deutschland ist ein Land der Vielfalt und diese Vielfalt erleben wir jeden Tag und die müssen wir auch deutlich machen. Es müssen viel mehr Demokratinnen und Demokraten sich auf Wort melden und nicht nur den Kopf schütteln oder zur Kenntnis nehmen und nicht tun. Das bringt uns nicht weiter. Wir wissen, dass in der Gesellschaft allgemein, also nicht nur in Deutschland, weltweit, haben wir Umwälzungen. Es gibt sehr viele Konflikte, es gibt sehr viele Situationen der Globalisierung, die viele Menschen auch verunsichern. Und die Rechtspopulisten versuchen,
diese Tendenzen zu nutzen, indem sie versuchen, Menschen in Gruppen zu teilen. Da sind die, da sind wir. Und das ist ja einfach billige Methoden, einfach die Gesellschaft zu spalten und dann Sündenböcke zu suchen. Und das trägt mir zu Problemen bei. Wir wissen auch, muss man deutlich sagen, dass die Wahlergebnisse von AfD sind sehr, sehr bitter. Die sind bitter, weil die Mehrheit der Menschen, die AfD gewählt haben, nach Studien, die wir kennen, haben gesagt, dass sie AfD gewählt haben, weil sie enttäuscht sind von anderen. Das heißt, das müssen wir ernst nehmen, indem wir einfach deutlich machen, dass wir Politik für alle machen und dass die AfD auch keine Konzepte haben, um die Herausforderungen dieser Zukunft zu lösen. Also es ist wichtig, einfach sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Es wird wahrscheinlich sehr schwierig sein, zu Rassismus komplett von dem Bildschirm zu wischen. Wichtig ist, dass jeder Mensch in der Gesellschaft, da wo er ist, muss sich dafür einsetzen, dass rassistische Erscheinungstendenzen, dass sie bekämpft werden, dass wir deutlich machen, dass die Vielfalt in der Gesellschaft kann auch eine Bereicherung sein. Und da, wo Konflikte da sind, wo Auseinandersetzungen stattfinden, dass sie mit demokratischen Mitteln bewältigt werden und dass natürlich die Vielfalt da, wo sie ist, sage immer, Vielfalt ist keine Friede, Freude, Eierkuchen, da sind immer Reibereien, die auch entstehen. Da sind wir alle herausgefordert, uns Gedanken darüber zu machen, wie können wir die Konflikte in der Gesellschaft gewaltfrei lösen. Ich meine damit, dass die Vielfalt in der Gesellschaft oder ob das Mann, Frau, jung, alt, Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen ohne Migrationshintergrund, Menschen mit Behinderung, Menschen ohne Behinderung. Und das sind alle Teile dieser Gesellschaft. Wir bereichern alle, jeder von uns hat bestimmte Potenziale. Die Potenziale der einzelnen Bestandteile dieser vielfältigen Gesellschaft wertzuschätzen und jeder, der seinen Platz findet in der Gesellschaft mit seinen Fähigkeiten, aber mit Respekt zu begegnen, das ist ja das, was für mich wichtig ist, weil das schafft ja Werte und diese Werte sind Bereicherung für die Gesellschaft. Ich erlebe Vielfalt in meinem Alltag, dass ich mit Menschen unterschiedlicher kultureller Prägungen zu tun habe, ob das aus Bayern, aus Berlin oder aus Sachsen-Anhalt sind oder ob sie in Deutschland geboren sind oder in der Türkei oder was weiß ich, in Mali geboren sind, ob sie Juden sind, Menschen ohne nicht konfessionell gebunden sind, ob Muslime oder andere Religionen. Ich arbeite mit vielen Menschen in diesem Zusammenhang und ich finde, das ist Bereicherung, denn die Potenziale, die Einzelne haben, ist wichtig für unsere Gesellschaft. Jeder kann in dieser Gesellschaft einen Beitrag leisten. Für mich Heimat bedeutet, da wo ich mich wohlfühle, wo ich Freunde habe und Familien habe. Ich lebe in Halle seit 31 Jahren. Ich habe diese Stadt nie länger als 4 Wochen verlassen. Halle ist momentan meine Heimat. Für mich die Staatsbürgerschaft ist nicht unbedingt bezeichnend, ob man deutsch ist. Man kann schwarz sein und deutsch sein. Man kann jüdisch, muslimisch und nicht konfessionell gebunden sein, deutsch sein, vegetarisch. Deutsch sein, man kann lesbisch, schwul sein und deutsch sein. Das ist die Vielfalt in unserer Gesellschaft, die Realität ist. Und deutsch sein hat nicht mit kultureller Prägung zu tun. Ich lehne jegliche Forderung nach Leitkultur ab, denn ich denke, unsere Vielfaltgesellschaft braucht viel mehr ein Leitbild, die Grundzüge unseres Zusammenlegens festlegen. Zum Beispiel unser Grundgesetz ist eine Orientierung dafür. Und alle Teile dieser Gesellschaft gehören dazu. Und deutsch zu sein hat nicht unbedingt mit Staatsbürgerschaft zu tun. Ich finde die Bezeichnung typisch deutsch sehr, sehr, begegnet das mit sehr viel Kritik. Kritisch, denn wenn ich Jugendlichen aus Halle Frage, die sollen ein typisch deutsches Kochen, 90% wählen Tomatensauce und Nudeln und Tomatensauce. So, das heißt praktisch, diese typisch deutsch, die kann ich nicht festmachen mit irgendwelchen Elementen, mit Essen oder mit bestimmten Verhaltensweisen. Die Gesellschaft ist vielfältiger und diese Vielfalt in unserer Gesellschaft, das ist auch, das Deutsche ist auch dabei. Und das so würde ich das Ganze betrachten. Den Begriff Volk würde ich auch sehr, sehr differenziert bezeichnen.
und bestimmte, in bestimmte Zusammenhänge kann man ein Land als Volk definieren, aber diese Definition würde ich nicht als als einheitliche, homogene Gesellschaft sehen, sondern eine Gesellschaft mit seinen Verschiedenheiten, regionale Verschiedenheiten, kulturelle Verschiedenheiten, religiöse Verschiedenheiten. Die Zusammensetzung von allen Bestandteilen einer Gesellschaft kann ein Volk sein. Und das würde ich nicht unbedingt sehr eng definieren wollen, sondern ich definiere das Volk im Zusammenhang mit der Vielfalt einer Gesellschaft. Als Sozialdemokrat betrachte ich die Definition von Volk ganz anders, als wie manche von der AfD das definieren, nämlich dass von ihrer Seite wird einfach die Teilung der Gesellschaft nach sie, also die und wir, und da wird dann deutlich gemacht, ausgrenzende Tendenzen wird aufgezeichnet nach dem Motto, wer nicht in Deutschland geboren ist, gehört nicht dazu. Das ist nicht meine Definition. Als Sozialdemokrat denke ich, dass diese Gesellschaft hat seine die Erfolge, die wir in dieser Gesellschaft zu verzeichnet haben in den letzten 70 Jahren, beruhen darauf, dass alle Bestandteile dieser Gesellschaft, egal welche kulturelle Hintergrund, religiöse Hintergrund, regionale Herkunft, alle haben dazu beigetragen, dass Deutschland heute fortschrittlich ist. Und deshalb werde ich alles dafür tun, dass die Vielfalt dieser Gesellschaft dazu beiträgt, dass Zusammenhalt gefordert wird, dass Spaltungstendenzen entgegengewirkt werden. Ich mache eine Unterscheidung zwischen AfD-Funktionären und AfD-Wählerinnen und Wählern. Unter den Funktionären von AfD gibt es Menschen, die deutlich rassistische Tendenzen gezeigt haben. Herr Höcke mit seinen Äußerungen, aber auch Herr Gauland mit seinen Äußerungen. Das sind nur Beispiele. Da sind schon rassistische Elemente drin. AfD-Wählerinnen und Wähler, die große Teil davon, muss man dann sagen, dass viele uns gesagt haben, dass sie enttäuscht sind, dass sie aber auch AfD gewählt haben. Die wissen gar nicht, was AfD da anbieten wird. Und das ist natürlich bitter für die Demokratie. Und das sind Warnschuss für die Demokratie. Und wir haben natürlich uns damit auseinanderzusetzen, um deutlich zu machen, dass wir Politik für alle machen. Ich denke, dass die deutsche Nationalmannschaft ist ein Paradebeispiel dafür, dass die vielfältigen Teile dieser Gesellschaft tragen zur Bereicherung dieser Gesellschaft bei. Ohne die jüngeren Menschen mit Migrationshintergrund, die in so einer deutschen Nationalmannschaft sind, wären wir nicht so erfolgreich. Und das ist eine Normalität in Deutschland, in der Musikszene, aber auch im Bereich Bildung zum Teil, aber auch im Bereich Fußball. Und das ist das Positive, was diese Gesellschaft geprägt hat. Und wir sind alle wirklich aufgerufen, diesen positiven Blick auf die Vielfalt zu sehen und nicht die spaltenden Tendenzen, wie AfD das befördert. Ich möchte in einer Gesellschaft leben, wo alle Menschen teilhaben. Teilhabe im Bereich Bildung, im Bereich Soziales, im Bereich Kulturelles. Wenn diese Teilhabe gewährleistet ist, dass alle Bestandteile dieser Gesellschaft ihre Teilhabe, auch im Bereich Politik, wenn das gewährleistet ist, das ist die Gesellschaft, die ich mir wünsche. Ich bin Sozialdemokrat, Naturwissenschaftler, Familienvater, Brillenträger und Kleingartenfreund.